So, jetzt machen wir den ultimativen Treppenhaustest und wir schalten erstmal hier die Drohne ein. Hier, sie blinkt erstmal. Fernbedienung einschalten. Jetzt hat es schon sogar verbunden, nur nach oben gedrückt. Sehr gut. Und jetzt schauen wir einfach hier mal, dass WLAN erkannt wird. Hier drauf gehen und gucken, ob das WLAN hier irgendwo kommt. Hier gut sehen, da drauf gehen und die Verbindung steht. Das heißt, wir gehen weiter ins App rein. Und zwar hier in das Mignon Air App. Gehen hier auf Start. Und müsste dann hier jetzt hier so ein Bild haben. Ja, kann hier noch den Film hier starten, Bilder machen, take a photo oder starte hier die Kamera. Das werden wir einfach mal machen. Ich kann es nur alternativ auch hier drüber steuern. Und ich starte erstmal hier auf dem Start-Stopp-Knopf, Start- und Landeknopf. Und siehe da, ich steige nicht auf. Das ist ganz gut. Und Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Dann die Drohne wieder mit Landetaste und automatisch landet die Drohne wieder. Ja, ich habe gedacht, mit dieser Taste wird die Drohne selber auf 1 Meter hochgehen, macht es aber irgendwie nicht, sondern startet eben halt, läuft an und ich muss selbstständig hier mit dem Gashebel eben die Höhe betätigen. So, hier alternativ muss ich Haus aufmachen. Oberschatten. Oder hier rein. Muss ich auch starten. Wieder Notstart. Notstart. Klickt da kurz drauf und die Drohne geht sofort aus. Das dürft ihr nicht im Flug machen. Ich zeige euch das mal. Gibt echt Probleme. Und habe gesehen, sofort klatscht die Drohne runter und das ist doof. Beende das Ganze mal hier und noch ein Punkt, eigentlich bin ich schon viel zu schon lange geflogen, normalerweise habe ich gestern vollgeladen. Wieder alternativ könnt auch hier die Filmaufnahme starten und Foto machen. Das ist die Headless-Funktion. Key Return, dass es quasi zurückkommt. Hier kann ich die Flips machen, ein bisschen erklärt. Ja, Innenraum ist ein bisschen, ist man doch ein bisschen beschränkt hier mit der Fliegerei. Es blinkt langsam. Ich denke mal, der Akku ist nicht richtig aufgeladen worden gestern hier. Ich habe nur einen Punkt drauf. Das heißt hier, wir beenden die ganze Sache und lassen es einfach mal sein. Es blinkt hier vorne auch. Hier die Kamera kann ich auch schön verstellen, das gefällt mir auch sehr gut, nach unten. Ich filme jetzt einfach mal.
kann ich nach unten filmen, das ist richtig cool. Wenn ihr natürlich mal nach vorne fliegen wollt, dann müsst ihr hier das vielleicht so ein bisschen nach oben drücken. Ja, ich schalte das Ganze wieder mal aus hier. Wenn ihr Filmaufnahmen macht, könnt ihr es auch hier halt hier sollte es blinken, ich mache das jetzt nicht. Und jetzt hier auf dem Bild wird es natürlich sehr ruckelig übertragen hier. Mal so guckt hier auf der Kamera hat man das nicht solche ruckeligen Bewegungen, eben weil es einfach die Übertragung nicht ganz so sauber funktioniert. Okay. Das soll es erstmal gewesen sein zu den zur Flugübung. Werden dann das mal richtig auflaufen, dann vielleicht morgen mal richtig aufs Feld draufen gehen und dann haben wir Headley Heatless Funktion und Key Return das mal testen richtig. Vermute, dass die Bildqualität vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Ja, coole Drohne, die jetzt erstmal so ein bisschen größer, ein bisschen stabiler wirkt, ein bisschen schöner wirkt wie die QC 700. Und wie die Bildqualität ist, das müssen wir dann mal draußen werden wir dann sehen, beziehungsweise wenn ich jetzt das Video fertig mache, werde ich dann sehen, ob das, wie das ausschaut.